Tiere, die an seltsamen Orten feststecken. Man könnte meinen, Tiere wären im Laufe der Evolution super schlau geworden. Leider trifft dies nicht auf alle zu. Gerade noch stolziert ein Löwe durch die Wildnis, als wäre sie sein Eigentum, und im nächsten Moment steckt ein Löwenjunges im Hintern eines mürrischen Büffels fest. Oder ein krimineller Waschbär, der wegen unbefugten Betretens fremden Eigentums verhaftet wird. A few of the men grabbed shovels and got to work to free the moose. It's certainly not what they thought their day was going to be like when... Nummer 11. Elch steckt im Tiefschnee fest. Dieser verzweifelte Elch ist im Tiefschnee gefangen und weiß weder ein noch aus. Aber keine Sorge, Hilfe naht. Eine Gruppe Motorschlittenfahrer entdecken ihn in seiner misslichen Lage und helfen ihm. Sie schnappen sich ihre Schaufeln und graben so lange, bis der Elch sich aus seiner eisigen Schneefalle befreien kann. Erleichtert läuft er Richtung Wald davon. In einem anderen Clip steckt ein Elch in einer Autoreifenschaukel fest. Wie er dort hineingeraten ist, ist ein Rätsel. Glücklicherweise kam ein barmherziger Samariter vorbei und half ihm. Zuerst versuchte der Mann es mit einem Stock, doch der Elch zeigte sich nicht sehr kooperativ. Also kletterte der Retter auf einen Baum und befreite den Elch nach einigen Versuchen. Nummer 10. Löwenjunges steckt in Büffelhintern fest. Halte dich fest, was du nun siehst, ist ein Löwenjunges, das sich in der seltsamsten Zwickmühle aller Zeiten befindet. Dieses abenteuerlustige Jungtier untersucht einen Büffelkadaver und steckt seinen winzigen Kopf in den Hintern des toten Tieres. Einfach so. Während der Rest seiner Familie den Büffel frisst, wie es sich für einen anständigen Löwen und eine anständige Löwin gehört, gerät der neugierige Zwerg in diese fürchterliche Situation. Verzweifelt strampelt und zappelt er, um sich aus diesem schrecklichen, dunklen Gefängnis wieder zu befreien. Sein Kampf geht so lange weiter, bis er vor lauter Erschöpfung einknickt. Vermutlich hofft er darauf, dass ihn seine Mama rettet. Nur damit du es weißt, das Jungtier hat überlebt, denn seine restliche Familie hat sich durch den Büffel gefressen und es so befreit. Nummer 9. Katzenkopf steckt in Stahlkessel fest. Diese neugierige Katze hatte die brillante Idee, ihren Kopf in einen Stahlkessel zu stecken. Doch kaum steckt ihr pelziger kleiner Kopf darin fest, gerät sie in Panik. Schnell eilen dem glücklosen Tier einige Menschen zu Hilfe. Als ein Mann sie aus dem Gefäß ziehen will, springt die Katze panisch fauchend davon. Erst nach einer ganzen Weile gelingt es einigen Leuten, sich dem verängstigten Tier zu nähern. Sie werfen einige Decken über das zappelnde Tier, um es ruhig zu stellen. Dann ziehen sie das Gefäß vom Kopf der armen Kreatur. Nach nur wenigen Sekunden ist die Katze aus ihrer schrecklichen Situation befreit und macht sich sofort aus dem Staub. Nummer 8. In einem Zaun festsitzende Elstern. Nicht nur Säugetiere haben Blödsinn im Kopf, der ihnen gefährlich werden kann. Auch Vögel geraten in die unwahrscheinlichsten Situationen. In diesem Video bleiben einige ahnungslose Elstern mit ihren Köpfen in einem Zaun stecken. Dabei betrifft es nicht nur eine Elster, sondern gleich Dutzende. Alle stecken mit ihren Köpfen im selben Zaun und in derselben Position fest. Was für ein Zufall! Doch lange müssen die Vögel nicht warten. Schon kommt der Hausbesitzer herbei und befreit sie. Dazu nimmt er jede Elster sanft in die Hand und schiebt sie vorsichtig nach oben und aus den Lücken im Zaun heraus. Ein Vogel nach dem anderen wird so befreit und kann davonfliegen. Nummer 7. Elchbulle. Beim Anblick eines Elchbullen kann man kaum glauben, dass dieses riesige Tier durch irgendetwas zu Fall gebracht werden könnte. Mit einer Körpergröße von 2,70 Meter und seinem mächtigen Geweih strotzt dieses Tier förmlich vor Kraft. Es ist stark, stolz und liebt seine Freiheit. Leider wurde diesem Tier die Vorliebe, blitzschnell durch den Wald zu sprinten, zum Verhängnis. Der Elch lief mit 65 km/h zwischen den Bäumen umher, als er gegen zwei dichtstehende Bäume prallte. Seine Geweihschaufeln verkeilten sich zwischen den Bäumen. In genau dieser Position verendete das Tier. Das ist die natürliche Version eines Frontalzusammenstoßes, nur dass hier ein Elch zu schnell unterwegs war. Nummer 6. In einem Eisenzaun gefangenes Reh. Dieses Video zeigt ein kleines Reh, das zwischen den Stäben eines Eisenzauns auf dem Holy Sepulchre Cemetery in Tatova, New Jersey, eingeklemmt ist.
Während das Tier seelenruhig dasteht, trifft die Feuerwehr ein, um es zu retten. Als sie die Eisenstangen mit dem Spreizwerkzeug auseinanderbiegen, schaut sie das dumme Tierchen nur unschuldig an, als würde es fragen: Wer, ich? Schnell decken sie ein Tuch über das Wildtier, bis es dem Rettungsteam nach einer langen und mühsamen Prozedur gelang, die Stäbe auseinanderzubiegen. Kaum ist dies geschafft, springt das Reh hektisch davon. Oh weh, vor lauter Panik ist es wieder gegen den Zaun gedonnert und steckt erneut fest. Dieses Tier ist wirklich kein Einstein unter den Rehen. Nummer 5. Wildpferd aus Sumpf gerettet. In diesem Video versinkt ein Wildpferd fast in einem Sumpf. Der schöne Fuchs ist bereits bis zur Hälfte eingesunken. Während es noch verzweifelt versucht, sich aus seinem nassen Grab zu befreien, trifft das Tierrettungsteam der Help Alberta Wildlife Society nach 45 Minuten ein. Schnell kann ein Mann das nervöse Tier beruhigen. Dann kommt die schwierigste Aufgabe: Wie soll man es aus dem Morast befreien? Während ein Teil des Teams das Pferd beruhigt, legt der andere Teil ihm ein Geschirr um. Mit viel Zureden und Beruhigung ziehen sie nun das verängstigte Wildpferd mit starken Seilen daran aus dem Sumpf. Sofort legt sich das erschöpfte Pferd auf den Boden und holt tief Luft. Niemand steckt gerne im Moor fest. Schließlich erholt es sich und trottet davon. Nummer 4. Kuhkopf steckt im Baumloch fest. Du hast Katzen gesehen, die in Töpfen stecken, oder Rehe, die in Zäunen festsaßen. Aber hast du schon mal eine Kuh gesehen, die mit dem Kopf in einem Baum feststeckt? Wahrscheinlich nicht. In diesem Video steckt eine Kuh bis zu ihren Schultern in einem Baumloch. Daneben steht ein Mann, der mit einer Axt versucht, die Kuh zu befreien. Dazu hackt er das Loch um den Hals der armen Kuh immer weiter auf. Nach einigen angsterfüllten Minuten, in der die scharfe Axt scheinbar auf den Hals des Tieres einhackt, schüttelt das Rindvieh kurz seinen Kopf und schlendert offenbar unbeeindruckt davon. Nummer 3. Schaf in Schneeverwehungen gefangen. Hier ist ein herzerwärmendes Video von Schafen, die in einer Schneewehe feststecken und dann von einigen Leuten gerettet werden. Die flauschigen Tiere sind unter einer dicken Schneeschicht in den Bergen von Gilgit-Baltistan in Pakistan begraben. Wären sie nicht entdeckt worden, wären die sanftmütigen Wolltiere im Schnee verstorben. Glücklicherweise trotzen diese freundlichen Männer der Kälte und beginnen mit bloßen Händen die Tiere aus dem Schnee zu graben. Eines nach dem anderen kommen die pelzigen Geschöpfe zum Vorschein und laufen davon. Nummer 2. Waschbär. Waschbären sind quirlige Tiere, deren freches Verhalten problematisch werden kann. Erst befinden sie sich in einer misslichen Lage und weigern sich dann, diese zu verlassen. Das nennt man stur. Bei der Polizei in Sarasota, Florida, ging eine Meldung über einen Waschbären ein, der auf einer Fahrrinnenmarkierung saß. Während es für gewöhnlich kein Problem ist, die frechen Geschöpfe zu verscheuchen, ließ sich dieser Waschbär nicht einschüchtern. Er wollte sein neues Zuhause auf keinen Fall verlassen. Ein Beamter der Marine Division erschien, um den hartnäckigen Delinquenten zu verhaften, was sich als schwierige Aufgabe erweist. Denn der pelzige Eindringling wehrt sich heftig und taucht sogar im Wasser unter. Erst als er zwischen zwei Polizeibooten hindurchgeschwommen ist, gibt er auf und stellt sich der Marine. Die Beamten packen ihn, stecken ihn in eine Kühlbox und bringen ihn dann zurück an Land. Nach einer Verwarnung durch die Polizei von Florida wird der renitente Waschbär dann in die Mangrovenwälder entlassen. Nummer 1. Verwesender Elchkadaver. Hier haben wir einen weiteren Elch, oder zumindest das, was von ihm übrig blieb. Leider kam diesem armen Teufel niemand zu Hilfe. Wie du siehst, blieb er zwischen diesen Bäumen stecken. Das ist eine furchtbare Art zu sterben. Wie genau das passierte, bleibt ein Rätsel. Schließlich ist der Kopf eines solchen Tieres nicht gerade klein. Es scheint, als hätte er ihn absichtlich da hineingesteckt. Doch warum? Hast du eine Idee? Schreib uns dazu einen Kommentar. Wenn es doch nur ein paar gute Samariter da draußen im Wald gäbe, die dem armen Tier helfen können. Aber ich denke, nicht jeder Elch hat so viel Glück wie der, der in der Autoreifenschaukel festsaß. Na, war das nicht ein interessantes Video? Welches hat dir am besten gefallen? Verrate es uns im Kommentarbereich. Wenn du schon dabei bist, vergiss nicht, dieses Video zu liken und die Benachrichtigung zu aktivieren und diesen Kanal zu abonnieren, damit du kein weiteres unserer coolen Videos mehr verpasst. Bis dahin, schau dir einfach die anderen Clips auf unserem Kanal an.